Hallo, erstmal, ich grüße euch und ich weiß, ich habe mich schon ewig nicht mehr bei euch gemeldet. Tut mir auch wirklich leid. Und ich weiß, es ist keine Entschuldigung, dass ich mich jetzt erst wieder melde. Und es ist wirklich sträflich, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Jedenfalls habe ich dafür gleich heute mal zwei Videos, um einen kleinen Ausgleich zu machen. Und hier habe ich auch direkt für euch schon mal das erste Thema. Nämlich eine komplett neue Fluglinie, nur innerhalb Deutschlands. Und zwar die Nordsee Airline. Und die fliegt hauptsächlich zwischen dem Ruhrgebiet und Suez sowie der Norderney. Jetzt ist die Frage, macht es überhaupt Sinn? Macht es keinen Sinn? Weil gerade zu dieser Corona-Zeit ist es ja ohnehin sehr, sehr vage. Hält sich's nicht? Und wenn sie es hält, macht es überhaupt gerade jetzt Sinn? Immerhin haben es die Betreiber gerade jetzt rausgebracht, ist nämlich erst heute rausgekommen und ja, deswegen auch an meiner Stelle schon mal ein fettes Toi 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 und viel Glück, dass ihr euch haltet. Und von euch hätte ich gerne mal wieder hier drunter die Feedbacks. Was haltet ihr davon? Ich bin schon mal auf eure Meinungen gespannt. Auch ob es denn überhaupt Sinn macht, eine weitere Fluglinie rauszubringen, wo es ja eigentlich schon so viele Möglichkeiten gibt. Und auch wo es ja schon so viele andere Möglichkeiten der Verbindung gibt, von wegen Flixbus, generell Busverbindungen, Zugverbindungen etc., was wir ja schon alles haben. Also, wie gesagt, eure Meinung ist gefragt, wie immer, hier unterm Video in Form von Kommentaren. Über ein Like würde ich mich freuen und natürlich auch, wenn ihr euch gleich noch mein nächstes Video angucken wollt. Bis dahin, Shibio, euer Darren, The Vamp.